Hey Leute, ich sprich euer Mima Mushum und heute reden wir darüber, was mich an Anime stört. Mich stört, dass viele Anime keine weitere Staffel erhalten, das ist nervig und kann stören, vor allem wenn er am Ende spannend wurde, aber dann abgebrochen wird. Wenn ich sowas sage, dann fallen mir immer direkt zwei in den Kopf ein, aber egal. Also am schlimmsten empfinde ich die Community, Inakzeptanz der Geschmäcker anderer, überempfindliche Reaktionen, wenn der eigene Favorit kritisiert wird, Schwanzvergleiche, wer die meisten gesehen hat und so weiter. Am Anime selbst, wenn der Edgy-Anteil so hoch frequenziert wird, dass die Story darunter leidet und dass oft das Verhältnis zu Light Novel Manga nicht passt und zwischendurch Filler oder sonstiges eingebaut werden. Sprich, keine richtige Adaption, sieht man zum Beispiel an Tokyo Ghoul. Viel Fanservice, sprich wie Surf Harem und Edgy. Viele Anime wurden aufgrund von Edgy zerstört. Die Ausarbeitung des Ichs aus der Sicht der Person meist Hauptprotagonist genannt, was ich damit meine ist, dass er hin und wieder verdammt dämlich ist. Wobei man im vernünftigen Leben es direkt verstehen würde. Beispiel ist, dass man sich beim Horrorfilm immer trennen muss. Das ist das beste Beispiel, was ich dafür abwerfen kann. Kommen wir zur Meinung von Crafton. Was geht, Leute? Heute darf ich bei dem lieben Mima Mushima zu Gast sein. Jetzt zeige ich euch, was mich bei Anime so richtig stört. Und zwar, wenn einfach keine weitere Staffel mehr kommt, obwohl der Anime noch nicht zu Ende ist. Wie bei No Game No Life. Ich meine, der Anime hört einfach mittendrin auf. Das ist doch einfach beschissen. Natürlich kann es viele Faktoren haben. Meistens ist ja auch so, dass der Anime zu wenig Geld einbringt. Aber sind wir einfach mal ehrlich, es stört einen einfach nur, wenn der Anime nicht weitergeht, obwohl man ihn gerne hat. Aber andererseits stört es mich einfach, dass es Anime gibt, die viel zu viele Folgen haben. No hate gegen Naruto, aber mit über 700 Folgen. Und dann wird die Story einfach unnötig in die Länge gezogen. Das stört mich einfach mega. Das ist schon fast wie eine Geldpresse mit den ganzen Filler-Folgen. Ich meine, what the fuck? Warum so viele Folgen? Ich möchte einen Anime anfangen können, ohne dann 20 Tage meines Lebens zu verschwenden. So, das ist die Endcard. Schreibt mir gerne eure Meinung, was euch an Anime stört. Und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.